Willkommen zurück bei Let's Play Last Chaos. Folge 8 müssten wir sein, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Jupp, müssten wir sein, da ich gerade im Hintergrund Folge 7 hochlade und nichts mehr als Vorrat habe. Und da fällt mir auf, ich bin schon wieder bei dem falschen... Jawohl, hier müssen wir uns den Segen holen. Mit einem riesen Standbild arbeiten wir uns davor. Und hier fällt mir schon wieder auf, wir sind auf Channel 2. Deshalb werden wir uns mal ganz kurz umloggen. Und einige, oder ich weiß gar nicht, bis jetzt war es glaube ich nur einer. Oder nee, einer fand den Sound viel zu laut und der andere fand, er sagt, ich soll ihn komplett abschalten. Ich weiß gar nicht, weil ich würde es ja auch gern machen, nur wenn ich dann einen kompletten Sound abschalte, dann hört man nur mich und nur mich, das ist ja voll langweilig, sag ich mal. Und das ist einfach nur scheiße, nur mich selber zu hören. Und deshalb, ja, weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht kann ich ja irgendwelche Sounds von irgendwelchen Spielen im Hintergrund als Playlist sozusagen ablaufen lassen. Aber da muss ich nochmal gucken, ob und wie und warum und weshalb ich das machen werde. Was wollten wir machen? Zu Elizabeth, jawohl. Hier ist er. Zack. Und was haben wir hier? Ein Geschenk. German hat uns eine Level 31 Lilie geschenkt. Mit der Message. XDDDDDDD. Ah, nehmen wir einfach mal mit. Und was haben wir noch? Ich hab nämlich, jawohl, hier ein Medizin. Medium Medizin, ein Black Pet Coloring Crystal und ein Brimstone Horse Transformity. A card that will transform your horse into a Brimstone Horse. Habe ich einfach mal so frei aus dem Cash Shop auf der Homepage gekriegt. Allerdings, so Leute, was ist denn ein a special card that will change the look of your horse? Weil wir haben gerade ein Phoenix Pferd, ne? Oh, was ist denn schöner aus? Ich finde das mal wunderschön. Zwar jetzt einfach nur, ohne zu wissen, was das ist. Wir können auch ein Black färben, aber das machen wir nicht. Danke nochmal für die Lilie. Wahrscheinlich bist du der Nils, der mich immer Skype anschreibt. Yep, dann Dankeschön. Und jetzt gucken wir mal weiter. Zu Magical. Draken IP. Jetzt geht's rund. Und das werden wir sofort wegmachen, denn da kriegt man keine FP. Oh Mann, wie ich das an LC liebe, wenn neue Gebiete mit neuen Spielern geladen werden, dann hat man erstmal so Ewigkeiten ein Standbild. Und die hatten wir uns alle angeguckt, jawohl, da kann ich mich noch dran erinnern. Hat man nicht eigentlich hier irgendwas reingesetzt? Registration. Ja, okay, aber das geht wahrscheinlich für 5 Millionen einfach nicht weg, deshalb ist es immer noch drin. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal voll krass konkret gucken, was für Quests wir haben. Ah, die machen wir nicht, die können wir mal canceln. Green Orb Number. Nein, oder die lassen wir erst, ne? Aber das hier, das können wir mal wegschmeißen. 14 FP, jawohl. Aber diese hier, Level 10er Quest, nein. Shadow Jaguar, die können wir gleich mal einfach kloppen. Und Fancy Wet. Oder die Frage ist, wollen wir mal voll krass zum Procyon laufen? Da hätte ich jetzt mal so Bock drauf. Im Royal Guard Captain. Yeah, in die Gildenhalle. Zack. Und zack, 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 sind wir in der Gildenhalle drin. Und da haben wir noch ein Geschenk. Ja, da hatten wir irgendwie doch kein Geschenk. Aber irgendwie nervt das, wenn das da blinkt. Und wo gehen wir denn mal hin? Nach Dratan. Und da sehen wir den Ladebalken bei ungefähr 30 bis 35%.
Jetzt bewegt er sich kein Stück, allerdings hat er sich jetzt übelst um die ungefähr 7,32% bewegt. Jetzt bewegt er sich in Minimalschritten voraus zu dem L von Loading Models. Allerdings kommt er nicht so in die Pötte, wie wir wollen. Und deshalb ist er gleich erst beim D von Dratan. Jetzt bewegt er sich sogar zeitweise zurück, wenn man das so interpretieren möchte. Allerdings hat er es gleich geschafft, das D zu erreichen. Aber noch nicht ganz. Und jetzt hat er es D erreicht und Creating. So schnell konnte ich dann noch nicht mehr reden. So. Und da stehen wir komplett nackt in Dratan. Neben Tor. Das ist voll der Tor. Schade, dass wir jetzt keine Dratan-Karte haben. Aber was soll's. Und ich habe mir überlegt, wenn ich zum Beispiel bis 25 in Dratan farmen. Im Procyon, sag ich mal. Soll ich dann einfach mal, komm, alles aufnehmen, aber nichts zu sagen, sondern die ganze Zeit einfach Musik abspielen lassen und verschnellern? Sozusagen, ja, ich mach da in fünffacher Geschwindigkeit alles. Also jetzt nicht mit Hex, sondern ich verschnellere es beim Videoprogramm. So fünffache Geschwindigkeit oder sowas, damit ich das dann auch zeige, wie ich es mache. Aber dann muss ich halt dazu nicht labern. Wenn ich das Labern verschnellere, dann versteht man mich eh nicht mehr und alles. Das hört sich auch bescheuert an. Aber ich schätze mal, ein paar haben es begriffen. Sozusagen, ja, bei LC ist das ja so, man bleibt meistens an einem Ort übelst lange, übelst, übelst lange, übelst. So. Ich kann das ja einmal mal ausprobieren, wenn wir gleich in Prossi sind und dann sehe ich, ja, das dauert Stunden, schneide ich meine Stimme dazu einfach weg oder nicht? Naja, das sehe ich dann, ne? Und German hat High geschrieben. Wir bedanken uns mal freundlich für die Lilie. Yeah, jetzt würde er sich freuen. Theoretisch können wir mal so einen Salamander umklatschen. Zack, zack, zack. So, und die MT Baskets nehmen wir natürlich mit. Brauchst du Cash? Brauch NL? No problem, Cash. Brauchst du Cash? Ich glaube, wir. Achso, und ich habe 921 Cash Balance. Ja, das ist. Ja. Einmal habe ich für 2 Euro eine SMS und einmal für 5 Euro. Da habe ich mal einfach aufgeladen. Aus Spaß und Langeweile und Lust und Laune. Und da sehen wir schon, wir sind gleich im Prossi angelangt. Dann können wir hier mal unser Monster Mercenary Card for Trainers benutzen. Wie nennen wir mal den Prossi? Wir nennen es einfach mal Heilige Station. So, dann gehen wir da mal rein. Meteor X. Und der Procyon, der Ladebalken, ist diesmal viel schneller als bei Dratan. Das sieht man daran schon, dass wir jetzt schon fertig sind. Und wir stehen mitten in der Wand. Okay, mitten in der Wand ist was anderes, aber warum blinkt das noch? Das soll nicht blinken. Wir sind 21, das heißt, wir müssen zu... Keine Ahnung, entweder mal... Noch ein paar Mumien. Und da ist auch schon der Dreck alle. Wie viel SP geben die Viecher denn? Okay, so wenig. Na egal, das geht. Wir haben 4 FP zusammen. Mhm. Wo ist ein... Ja, wo ist ein Dings hier? Bringt das damit mehr? Ja, und wenn man einen kompletten SZ noch reinklatschen würden, einfach mal aus Spaß und Langeweile. Oh, kriegen wir auch noch ein bisschen mehr. Aber allerdings kommt gleich die Zeit, an der ich kurz eine Fraps-Aufnahmepause machen muss, denn das spackt wieder mit einer Framerate manchmal rum. Ich kann es nur nochmal erwähnen, bei mir ist es so, ich kann so 10 Minuten aufnehmen, ich übertreibe mal nicht mit 15,
Und danach spackt die Framerate rum. Da muss ich eine kurze Pause machen. Und dann kann ich weiter aufnehmen. Und soweit sind wir gleich. Man merkt schon, die Framerate geht auf 18 zurück. Und deshalb bitte nicht meckern. Ja. Ich glaube dennoch, dann packe ich mal kurz den Dreck weg und dann mache ich kurz die Pause. Bis gleich. Und da bin ich schon wieder zurück. Ja, sie hat sich jetzt beruhigt. Es kann sein, dass leider ein paar Wackler kommen. Allerdings sollte das nicht der Fall sein, so wie jetzt doch ist. Egal. Ja, ich sage einfach gar nichts mehr darüber. Vielleicht beruhigt sie sich ja doch noch. Also die Kunde. Und was machen wir denn noch? Den Drake ein bisschen Weatherstone geht. Weatherstone. Jawohl. Und ich überlege, ob ich das jetzt gleich wirklich so mache. Ich weiß ja nicht, was ich dabei erzählen soll. Und dann würden wir das mit dem Farm schneller rumkriegen. Ist ja nicht besonders pralle. Die Orks hier. Guck mal, was soll ich mir da erzählen, jedes Mal hier so einen Ork zu klatschen. Wir können das ja mal austesten an dem Level 22 bis 23. Sobald ich Level 22 erreicht habe, werde ich meine Fresse halten, hätte ich jetzt fast gesagt. Und einfach mal kurz gucken, ob ich überhaupt noch aufnehme. Ja gut. Und dann werde ich mal von 22 bis 23 die Clips so verschnellern. Also ich werde das alles aufnehmen, aber ich werde es so verschnellern, dass das nicht so lange dauert. Und derzeit werde ich ein Lied abspielen. Und ja, und dann könnt ihr mal sehen. Hier haben wir ja gleich erreicht, das Level. Ist jetzt nur ein bisschen doof gelaufen mit Heulen, das ist jetzt komplett schon weg. Ach komm, wen schert das schon? Das könnte man im LC-LP nämlich dann öfter noch machen. Einfach mal hier geschillt, meine Schnauze halten und Mobs kloppen. Ist zwar kein richtiges Let's Play, aber komm, da wird ihr mir doch bestimmt recht geben, dass das ein bisschen besser ist. Auch weil es dann schneller rumgeht für euch im Video, sag ich mal. Bin ich nur der scheiß Idiot, der das ertragen muss. Und ich kann gerade sehen, ein Blutsiegel auf die Armbrust. Attack plus 1. Jetzt sind wir stark wie nix. Und die Basket Amp, das heben wir auch auf. Und da ist schon Level 96. 96%. Und German has locked off. Heiliger. 97,8%. Der letzte Ork. Dann werde ich ganz kurz Aufnahme beenden und neu starten, damit ich den Clip dann einzeln habe und nicht nochmal alles durchsuchen muss. Also das ist einfach jetzt nur zur Hilfe für mich, dass ich jetzt nochmal den Clip beende. Ich hab damals damit angefangen, ich dachte mir schon mit 16, ich wär nicht so wie die anderen. Man verändert sich, der Fame, die Fans, alles steigt dir stark zu Kopf. Und viele Nächte hab ich einfach sinnlos in der Bar gehockt. Ich wusste nicht, wie's weitergeht, mein Leben ist ein Leidensweg. Ohne Träume wieder mal, wie soll es so weitergehen? Mein Gott, ich bin kein Star, doch hab ich noch ein wenig Selbstvertrauen. Und nein, ich heil mich auch, sicherlich durch mein Held, du Clown. Vieles wird dir unterstellt, sie kommen jetzt an die Hunde bellen. Geht's so weiter, ist die Frage, die du dir im Grunde stellst. Die Zeiten sind nicht immer leicht und manchmal bist du ganz allein. Gute Tage kommen nur selten und manchmal fängst du an zu weinen. Viele Menschen sind gegangen, nur wenige sind heute geblieben. Doch das ist okay, ich bin mit weniger als euch zufrieden. Ich hoffe mich auf, ich schaffe es auch morgen wieder stark zu sein. Denn ich will die Farben sehen und nicht nur dieses Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß.
Mann, ich liebe diesen Rap und ich verdiene den Respekt für meine Tracks und meine Texte, weil die Liebe in ihn steckt. Ich war nie wirklich perfekt, doch hab ich tausende begeistern können. Ihr wart nie für mich da und es ist für euch jetzt den Einzelnen. Mann, ich liebe diesen Rap und ich verdiene den Respekt für meine Tracks und meine Texte, weil die Liebe in ihn steckt. Yeah. Du feierst oder liebst mich, als zwischendrin, das gibt's nicht. Zwei Gesichter, eine Stimme, denn ich leb hier im Zwielicht. Ich bin nicht mehr der Junge, den du damals noch gehänselt hast. Ich bin Blazin' Daniel und ich frag mich, hat er kennt dich was? Ich weiß noch, wie es früher war. Keiner hat mich respektiert, ich war nur der dumme Junge. Heute hört ihr Tracks von mir. Nach der Schule kam ich heim, ich wollte was Besonderes sein. Liebte die Musik und irgendwann schrieb ich die Songs allein. Ich machte Hits, die hassten mich, doch alle Leute klatschen mit. Viele wurden dazu Fans, die anderen verachten mich. Doch ich bin nun mal jemand, der die Musik noch zu schätzen weiß. Liebe, was ich tue und aus Spaß wurde dann ein echter Hype. Jeder will so sein wie du, obwohl du eigentlich gar nichts hast. Ich bleib zu.